Oha, man merkt, dass ich länger hier nicht im Spiel Brawl Stars war. Also machen wir erstmal ein Update und dann machen wir mal ein paar Kämpfe. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge oder überhaupt mal wieder eine Folge. Brawl Stars mit mir, dem Thorsten, und ich sehe es jetzt schon. Es gibt neue Skins ab dem 31. Mich wundert es, wir haben ja noch gar nicht den 31., aber ist ja scheinbar egal hier. Aber richtig krasses Ding hier. Und ich war hier jetzt schon länger, wirklich, ich war wirklich länger nicht im Spiel. Ich habe mir natürlich immer die Dinger hier abgeholt, aber ihr seht das hier. Ich kann mir ja jetzt die immer zu viert holen. Also mein letzter Angriff liegt, glaube ich, auch schon. Kann man das eigentlich sehen? Oh, ich habe schon gar keinen Kampflog mehr, weil es schon so viele Tage her ist. Aber ich habe mir immer zumindest die ganzen Tagesgeschichten abgeholt. Oh, ah nee, den will ich nicht. Nicht den Kauf bestätigen, sondern den Verdoppler hole ich mir natürlich ganz gerne. Der ist ganz nett. Und ja, was. Ich glaube, es geht doch irgendwie nicht ganz ohne Geld. Ich glaube, ich habe die letzte Folge verlassen, als ich mir im Brawler so ein bisschen leveln wollte. Und zwar wollte ich mir eigentlich ja den Poco hochleveln. Ich wollte mir den Poco hochleveln, hatte aber nicht genug Gold. Und ich meine, ihr seht das, ich habe jetzt mal gerade so 30 mehr, aber trotzdem nehme ich ihn zum Leveln hier. Dann habe ich immerhin jetzt schon mal einen Brawler auf Power 7. Das ist, ich weiß, es ist sehr, sehr wenig, aber dadurch, dass ich jetzt die ganzen Tage immer nur meine Sachen hier abgeholt habe, um einfach nur so ein bisschen am Ball zu bleiben, dafür ist es in Ordnung. Deswegen steigen wir heute ein in die Juwelenjagd, würde ich mal sagen. Mal sehen, gleich mit dem Poco hier. Und ich muss erst mal sehen, ob ich das überhaupt noch kann. Mal sehen, ob das noch funktioniert. Okay, wir rollen los. Dann gucken wir mal. Wen haben wir denn dabei? Wir haben eine Jessie, glaube ich, dabei. Und wir haben einen El Primo im Gepäck. Oh, und wir haben dann natürlich den fürchterlich bösen. Okay, der ist aber gar nicht mal so böse. Ja, ich meine, der haut hier jetzt immer mit dem Hammer, aber so richtig effektiv war das jetzt nicht, oder? Naja, mal gucken. Ich muss jetzt, so ist leider dieses Spiel, weil ich es auch tatsächlich am Handy spiele. Ist es so, dass ich natürlich sehr, sehr... Oh, shit, ich bin gestunt. Ah, shit. Von dem Kollegen hier. Warte. Ja, ich meine, er kann ruhig auf mich gehen. Ich habe gar keine Juwelen auf dem Kopf. Das haben die anderen. Ich meine, klar, nimmt er damit natürlich den Heiler hier aus dem Spiel. Das ist kein Thema. Aber so richtig effektiv war das jetzt doch nicht. So, denn jetzt sind wir hier richtig nett mal am Zug. Und ja, da bin ich jetzt wieder gestunt von dem Frank. Das ist aber nicht so schlimm. Da haben wir sie hinten einmal durchgeheilt. Und komm, hol dir die Dinger. Jawohl. Super. Oh, das klappt ganz gut, würde ich mal so sagen. So, jetzt hat der Frank auch mal einen Grund, auf mich zu gehen hier. Denn ich habe jetzt hier endlich doch mal ein Juwel oder zwei. Ah, nee, ich habe etwas mehr, sehe ich gerade. Scheiße. Okay, die gilt es aber jetzt nur noch zu halten. Brawl ist vorbei. Ja, das erste Game gleich. Oh, gar nicht mal so schlecht eingestiegen. Mit 14 hier. Le Quiqui war hier aber der Starspieler. Naja, ich fand es jetzt gar nicht mal so schlecht. Der Einstieg hier mit 5 Pokalen und gleich die Star-Marke reingeholt. Ja, ich weiß nicht, ob es hier ohne Shop irgendwie geht. Ich meine, ich war hier öfter kurz mal im Shop drin und habe geguckt, was kosten denn hier eigentlich Kisten und was kostet hier so ein bisschen Gems oder halt auch ein paar Münzen. Ich meine, ich habe ja ein paar Gems da oben, habe ich noch, aber ich meine, man, 400 Münzen sind nicht schlecht, damit kriegst du fast einen Bowler hoch. Ich muss mir das Ganze mal überlegen, ob ich hier nicht doch mal ein Münzchen einwerfe oder nicht. Aber ich glaube, wir nehmen hier den nächsten, ich weiß nicht, machen wir den Tresorraub noch mit, mache ich den noch mit Poco? Ich muss mal gerade ganz kurz in mich gehen. Ja, wir machen den Tresorraub auch noch mit Poco. Ich habe mir jetzt hochgelevelt und dann willst du deinen Brawler natürlich auch so ein bisschen spielen. Also gehen wir hier mal rein. Es ist vielleicht nicht so der optimale Brawler für dieses Spiel hier. Aber mal schauen. Ach, das. Es gibt jetzt auch demnächst, ich weiß gar nicht, gibt es demnächst neue Designs oder gab es die jetzt schon, die neuen Designs hier? Oh, der tut weh. Ach nee, das ist eine die gewesen, glaube ich. So, da kann ich mich aber nochmal durchheilen. Ah ja, shit, aber gegen die Dynamite-Pullen kann ich leider nichts mehr machen. Und, wir haben schon so ein bisschen am Tresor gearbeitet. Aber der El Primo arbeitet jetzt gerade am Tresor. Hier, oh, shit. Oh mein, das schaffe ich den nicht. Scheiße, 70 da oben. Aber die haben unseren Tresor jetzt schon
schon ziemlich am Wickel hier, kann man nicht anders sagen. Und die sind jetzt auch ganz gut mit dabei. So, aber ich glaube, wir marschieren hier jetzt auch mal durch mit dem Dynamite. Hallo, das hat man doch gesehen, dass da was stand, oder nicht? Oder hat man das nicht gesehen? Da hat man doch gesehen, dass der da hinter der Hecke stand. Und jetzt sind die natürlich bei uns dran hier. Jetzt müssen wir alles geben. Ah, das haben wir verloren. Okay, ist vielleicht nicht der richtige Brawler. Macht aber nichts. So ist das Spiel hier. Geben, nehmen, verlieren und gewinnen. Oh, die beiden haben nochmal Bock. Machen wir nochmal mit. Kein Thema, machen wir nochmal mit. Und das habt ihr auch schon in den anderen Folgen gesehen. Wenn die dann nochmal Bock haben, dann bin ich der Letzte, der sagt, ah nee, mit euch nicht mehr. Aber es gab hier auch Spiele, da habe ich echt gesagt, ey, mit euch nicht mehr. Denn da gab es dann Daryl, der die ganze Zeit gegen irgendwelche Mauern seine Rolle gemacht hat. Und das war wirklich, wirklich dämlich. Oh, ich bin jetzt schon am... Na komm. Oh nein, 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 nein. Ah, ich stehe hier mittendrin. Shit, aber ich habe schon so ein bisschen auf den Tresor gerade ballern können. Aber wir haben hier hinten einen. Der ist etwas gefährlicher. Der muss da weg. So, da ist er erstmal weg. Das ist schon mal ganz gut. Aber die ballern da jetzt gerade. Eieieiei. Okay, jetzt kommen wir auf Vorstürmen. Da ist einer wieder. Da ist der Bull schon wieder. Der Bull ist schon wieder da. Da unten ist der Bull. Ah, den holt jetzt keiner. Ich muss den jetzt machen. Ey. Ich als armer Heiler muss den Bull hier jetzt mit wegmachen. Und da ist jetzt schon der Nächste. Okay, da ist jetzt schon der Nächste. Mal sehen, da oben. Aber der Bull geht hier jetzt nochmal ganz gut durch, glaube ich. Na komm, komm, komm. Nein, 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 nein. Nicht der Bull da unten an unserem Ding. Das wäre jetzt fatal. Okay, ich bin gleich wieder zurück. Oh. Ich will nicht sagen, dass es spannend ist, denn oh nein, oh, der stürmt da so durch, ey. Das ist so unfair. Das ist so unfair gegen mich Heiler, ey. Scheiße, da ist er natürlich weg. Oh, guckt euch das an, ey. 1%, 0%. Das kann nicht sein, ey. Brawler-Tausch. Ah, shit. Ja, jetzt haben die beiden auch keinen Bock mehr. Zwei verlorene Spiele am Stück. Und wir haben jetzt schon wieder minus ein Pokal. Also nehmen wir jetzt doch mal einen anderen hierfür. Ihr seht das hier, ich könnte ja ein bisschen leveln, aber ich habe einfach nicht genug Gold. Und ich hatte aber so einen ganz anderen am Start hier. Nämlich, ich glaube, wir nehmen ihn hier. Wir nehmen ihn hier und... Immer noch den Tresorraub. Boah. Eieieiei. Okay. Mal sehen. Was haben wir dabei? Wir haben... das ist auch so ein Flaschen-Heinz. Okay. So, aber mal gucken, wie wir hier jetzt... Ihr habt das ja schon mal gesehen bei mir in den Folgen. Den muss ich mal ein bisschen Forscher spielen. Also mal so ein bisschen... aggressiver, so hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, Toto, du musst den Daryl hier so ein bisschen aggressiver spielen. Und dann mache ich das auch mal. Aber ich sollte auch hinschauen, dass ich das mache. Und wir sind hier jetzt am Tresor, machen schon mal ein bisschen Schaden. Und der Rest ist da oben auch mit drin. Das ist sehr schick. Das ist schon mal nicht schlecht, das ist auf jeden Fall gelungen. Aber wie gesagt, wo ich überhaupt keinen Bock drauf hatte, kann ich euch sagen, das war jemand, der ist immer irgendwie gegen die eigenen Mauern da gegangen. Und ich halte mich hier jetzt kurz mal bedeckt. Die hat das allerdings mitbekommen hier, dass ich das immer mache. Oh nein, da bin ich jetzt doch gestorben. Mist. Aber wir haben 32. Ich meine, wir lassen hier unten in dem Bereich jetzt mal nichts zu. Und auch gegen ihn hier lassen wir nichts zu. Den machen wir da mal weg, den blöden Flaschenschmeißer. Ich sterbe jetzt zwar, aber hier rechts geht... Unser Flaschenwerfer gerade ganz, ganz gut durch, glaube ich. So, und jetzt müssen wir eigentlich mal einen kleinen Durchmarsch machen hier mit dem Daryl hier und ihn hier auf der Seite. Muss uns das jetzt einfach mal gelingen hier. Na komm, kriege ich mein Special nochmal? Ja, ich kriege mein Special nochmal, dass ich hier rauskomme. Oh, ich kann nie so richtig nachladen, aber ich glaube, ja komm, das haben wir gerissen. Das haben wir ganz gut gerissen, glaube ich. Mann. Okay.
Da haben wir sie zumindest wieder drin, aber Starspieler bin ich schon wieder nicht. Eieiei. Na, ist nicht so schlimm. Und wir haben in jedem Fall die Star-Marke drin. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Dann verlassen wir hier mal. Die beiden haben jetzt auch keinen Bock mehr auf mich. Oh, 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 oh. So, wir könnten ja schon ein paar Kisten öffnen. Mach ich aber gleich. Wir gehen hier einfach mal weiter. Ah, jetzt kommen die Showdowns. Die spiele ich eigentlich. Tatsächlich spielen die meisten genau die natürlich für die Marken, für die Sternmarken. Ich nehme den mal im Duo hier mit. Mal sehen, wen wir da treffen. Also, einmal Duo. Kämpfe mit einem Partner gegen alle anderen Zweierteams. Das werden wir tun. Wen haben wir dabei? Das ist auch wieder... ja, ich weiß gar nicht. Ach so, das ist ein Colt. Ein Colt ist das, okay. Das Ding haben wir schon mal. Und, da haben wir... Ey, da haben wir schon so einen, der überall hinschießt, aber nirgendwo hinschießt. Okay, den El Primo können wir uns den hier vielleicht holen. Ey, schade, dass mein Mate da jetzt nicht mit mir mitgegangen ist, denn die waren hier unten gerade so low. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen, denn der schafft es leider auch nicht. Ah, damit haben wir richtig... damit haben wir schon mal... Domo, Mann, du musst doch bei mir bleiben. Der hätte vielleicht sehen können, dass die ziemlich low waren. Da hätte der einfach nur reinballern können. Und wir nehmen das Spiel aber nochmal auf. Uns, auch ohne den Domo 1, 2, 3. Das machen wir jetzt mal mit einem anderen Charakter. Echt, das ist echt mal ärgerlich, muss ich mal so sagen. Und jetzt haben wir aber einen Flaschenschmeißer dabei. Okay, so, da haben wir schon mal zwei Stück und wo geht er jetzt hin? Wir gehen mal einfach mal so ein bisschen mit. Mal gucken, was der hier so macht, unser Mate. Okay, der rollt da rein. Da müssen wir jetzt allerdings ein bisschen schneller raus. Das sieht noch ganz gut aus. Und so, gucken wir mal. Dumpti-dumpti-dum. Oh, da ist was. Okay. Toto schießt ja auch mal wie so ein Irrer. Okay, aber können wir uns den nicht doch irgendwie vielleicht holen? Ja, den holen wir uns. Wunderbar, die nimmst du mit. Super. Einmal durchgerackt hier. Und, das macht er auch. Okay. Oh, ich habe gleich wieder mein Special. Das ist natürlich krass. Aber ich habe auch gleich wieder einen anderen Special. Nämlich den Special Leitungsverlust. So, da müssen wir uns jetzt aber eigentlich ein bisschen was von holen, finde ich mal. Oder wir holen uns ihn hier. Oh nein, die beiden hole ich mir doch nicht. Die wollen mich holen, okay. Die wollen mich holen, da muss ich mich kurz mal verstecken. Es sind noch drei Teams da, okay. Aber jetzt sollten wir uns mal so langsam so ein bisschen was holen. Wenn er das nicht macht, dann mache ich es halt. So, ich muss immer so ein bisschen dann nach hinten schießen. Oh, komm. Wir müssen jetzt ein bisschen raus aus dem Nebel. Aber hier oben wartet auch einer. Da ist noch so ein Flaschenheinz und hier oben ist auch noch ein Colt. Den machen wir erstmal fertig da. Denn der ist da oben im Nebel. Super. Okay. So, jetzt müssen wir aber raus. Komm, wir müssen da raus. Wir müssen hier raus. Raus, 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 raus. Wir müssen hier rein, 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 rein. Nur noch ein Team da. Und... Showdown, Showdown. Oh, ich muss da weg. Ich muss da weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Und da sind die ganzen Sachen von meinem Mate. Ah, nein. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Ach, ich bin ein Idiot. Aber mein Mate ist da. Der ist aber auch voll im Nebel. Scheiße. Voll im Gift. Ach, sehr ärgerlich. Aus der Nummer kommst du dann nicht mehr raus. Ah, schade. Aber gut gemacht hier, glaube ich. Zweiter Platz, wunderbar. Marke ist auch hier dabei. Ah ja, es geht ja noch. Und damit haben wir jetzt... Oh, wir haben auf jeden Fall richtig was am Verdoppler bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt gucke ich mal, was wir uns eigentlich abholen können. Oh, wir können uns die große Kiste und die kleine Kiste abholen. Okay, dann fangen wir mal mit der kleinen an. Zweimal die kleine Kiste. Jetzt kommt ja wieder ein bisschen Gold rein. Aber das ist auch nicht so viel, dass ich die Bowler hier leveln kann. 14... Und ein paar Punkte, oh, für den Daryl, okay. Oh, das ist ganz, ganz gut, das hat er sich jetzt verdient. Den kann ich ja immer noch nicht leveln. Ich muss wirklich mal sehen, wie ich das mit dem Gold mache. Wie macht ihr das? Kauft ihr euch für 50 Gems einfach mal 400? Schreibt mir das ruhig unten rein. Und
dann könnte ich das ja vielleicht mal ganz, ganz, ganz ähnlich machen, denn man kriegt ja immer so ein paar Juwelen dazu. Das läppert sich dann auch und dann kannst du dir ja irgendwas dafür leisten. Also Skins werde ich mir hier nicht leisten. Und wir kriegen ein paar Punkte für den Poco. Okay, der braucht jetzt aber auch schon 340. Das ist auch schon vor zum Sonntag. Und dann machen wir die große mal aus. Mal sehen, ob es mal eine Überraschungskiste für mich ist. Ich habe ja immer noch keinen Brawler. Ich meine, wenn du nicht spielst, kriegst du auch keine Brawler dabei. 92 Münzen. Einmal 9 für den Bull. Oh, das ist natürlich mau. Muss ich so sagen. 11 für den El Primo. Okay, ein verbleibendes Ding haben wir noch. Und das gibt nochmal, oh, das gibt nochmal 20 für den Poco. Okay, also die war eher mau. Okay, die beiden Markendinger. Und, oh, wir haben nochmal einen Verdoppler reingekriegt. Wunderbar. Also echt cooles. Na doch, die war denn doch ganz gut. Die war denn doch ganz gut. Und mal sehen, ich werde hier jetzt, glaube ich, mal ein bisschen am Ball bleiben. So die 1600 müssen ja einfach mal drin bleiben. Ich hoffe, die kurze Update-Folge von Brawl Stars hier hat euch gefallen. Ich habe es jetzt auch länger nicht mehr gespielt und hat aber wieder gut funktioniert, glaube ich. Also wir bleiben hier am Ball und als zweite Folge für den Mittwoch. Haut rein, bis dahin, euer Toto. Brawl Stars.